Quietly now. Schleime hier. I shall be discreet. Noch ein Troll. Noch mehr Schleim. Oh, ein großer schwarzer Schleim. Hello. Ich höre immer noch einen Troll stampfen. Oh je. Oh. Noch mehr Schlamm da hinten. Hallo. Feuerball. Und noch ein Feuerball. Deswegen ist es wirklich praktisch und sinnvoll, jedem Fern- und Nahkampfwaffen zu geben. In Situationen, wo man auf engstem Raum kämpft und nur einen Frontkämpfer hat, der alles blockiert, können die restlichen... Außer Itomak. Itomak trägt leider kein MG auf dem Rücken. Ja. Oh, ist ja schon wieder der Weg nach unten, oder? Sieht dann fast danach aus. Nein, nicht ganz. Oh, ein Degen. Interesting. Man merkt aber wirklich, der Schleim kann langsam nichts mehr. Oh. Beharrlichkeit. Sagani. Das ist ein Dietrich, der kann da rein, das kann da rein. Beharrlichkeit. Stichschaden, leichte Treffer in Treffer umgewandelt, verursacht Scheißschaden, ist beschädigend. Hat schon Achso, beschädigend 3 hat er schon, ja. Dann können wir dem keinen Qualitätsstil geben.
Wir könnten ihnen aber Frostschaden noch geben. Und Humanoide erschlagen. Ja, das ist immer am besten eigentlich, deswegen ist es am teuersten. Oh, und sie trägt hier eigentlich schon einen Masuk-Jagdbogen. Der ist allerdings besser. Muss ich ja leider mal so sagen, weil der hier hat gar nichts außer präzise 2. Gut. Oh, eine alte Kammer. Die meisten dieser schimmelnden und verfallenen Bücher sind geschwärzt und zerbröselt. Die verbleibenden Rest lesbaren Seiten scheinen in altidyrisch gehalten zu sein. Seite eines Expeditionstagebuchs. Dies scheint eine Seite zu sein, die aus einem größeren Text herausgerissen wurde. Mein Tagebuch besteht nur noch aus verschimmelten Seiten. Ich weiß nicht, ob irgendein Teil meiner Aufzeichnung diese Expedition überdauern wird. Wir dachten, wir hätten Skeda zusammen mit Edriga verloren, doch sie kehrte zurück. Ein seltsames Siegel trug sie mit sich und grinste trotz ihrer Verletzung übers ganze Gesicht. Sie ist schwer verwundet und Merrick kümmert sich um sie. Ich habe das Siegel in der Zwischenzeit untersucht. Es ist ein kompliziertes Konstrukt aus Adra geformt, das einen kleinen Blutsteinjuwel umfasst. Es scheint, als hätte einer unserer Vorgänger versucht, einige der Inschriften in den alten Ruinen zu übersetzen. Den Texten nach waren diese Siegel im Besitz von 3 engvitalischen Aufsehern, die alle einen Titel trugen. Der Wächter, der Erbauer und der Schreiber. Dieser hier gehörte anscheinend dem Wächter, der diese Ruinen gegen das Eindringen von gefährlichen Bestien schützen sollte. Ich muss gestehen, dass ich nicht glaube, dass er seine Aufgabe besonders gut erfüllt hat. Aufsehersiegel. Dieses Siegel scheint ursprünglich invitaisch gewesen zu sein. Es handelt sich um ein kreisrundes Stück weißen Adra, das ein Blutsteinjuwel umfasst. Auf der Rückseite ist ein Schwert eingraviert. Siegel der endlosen Pfade. Beschreite den endlosen Pfaden von Utnur befinden sich mysteriöse Siegel mit vergessenen Runen und Symbolen, die mit vergessenen Runen und Symbolen graviert sind. Bei der Erkundung der endlosen Pfade habe ich ein schweres graviertes Siegel gefunden. Sein Verwendungszweck ist nicht klar, aber die abgenutzten Gravuren scheinen vitanischen Ursprungs zu sein. Vielleicht kann ich bei meinen weiteren Erkundungen noch mehr Informationen finden. Ja, Alof, da hinten ist mal wieder Platz für einen Feuerball. Noch mehr Schleim. Absolutely. Dead on. That's it. I have them. I'll see what I can find. So, dann geht's halt hier oben weiter. Ich denke mal, dass ich schon auf der anderen Seite der Brücke bin. Na, zwischendurch mal ein Quicksave machen. Ich muss gerade zugeben, dieser Bereich hier erinnert mich ein bisschen an die Kanalisation von Trutzbucht. Nein.
So, du bist bezaubert. Ah, das ist nicht gut. In der werfe ich mal um. So, das ist besser. Certainly. Margrin's fire casts light in dark places. Oh, Steinkäfer. Oh. That's not Das ist sehr, sehr schlecht. Ah. So, in dem Fall hilft das Alloh-Duplikat ziemlich gut. Gut. Absolutely. And what does the flame reveal? Oh, wieder ein großer Schleim. Für den großen Schleim habe ich was. Okay, habe ich noch was Böses? Das ist mit Itomak. Itomak ist bewegungsunfähig, okay. War das gerade ein Ei? Oh. Entschlossenheit. Certainly. Ah, wir haben das Gesicht gefunden. Dieses massive Gewicht scheint irgendwie aus lebendem Adra geformt zu sein. Jede einzelne Furche ist glatt. Dafür muss jemand sehr lange gebraucht haben. Tagebuch wurde aktualisiert. Das ist wahrscheinlich der Meister in der Tiefe, oder? Tief in den Höhlen der endlosen Pfade fand ich eine große Skulptur mit einem Kopf aus Adra. Das Gesicht ähnelt keiner mir bekannten historischen Person, aber die Handwerkskunst überstieg alles, was ich zuvor gesehen hatte. Ob dies wohl eine Abbildung des Meisters der Tiefe ist, von dem die Burgwogtin gesprochen hat? Ja, das ist der Kopf. Das Ding ist riesig. Stand together. Can't get a good shot.